So, liebe Leute, willkommen zurück. Ich bin vom Hof der Bauers wieder zurück nach Uschitze geritten, hab übernachtet hier im Wirtshaus und wir sollen jetzt Bericht erstatten. Also es ist immer noch nicht so wirklich ganz klar, was da eigentlich so Phase ist. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal mit Pater Godwin reden. Der scheint mir doch so ein bisschen vernünftiger zu sein. Gott schütze dich. Ich bin zum Hof der Bauers gegangen und habe keine guten Nachrichten. Was denn? Sie sind ganz gewiss Ketzer. Zumindest soweit ich das beurteilen kann. Bist du sicher? Was hast du gehört? Ach, das war... Das Gebet wurde von einer Frau gesprochen. Ist das der Grund? Echt? Durften Frauen damals nicht beten? Nun, zunächst wurde das Abendgebet von einer Frau gesprochen. Gewiss ist das unüblich. Aber das allein ist nicht beweiskräftig. Das ist nicht alles. Okay. Sie fürchten, dass der Vikar sie holen kommen wird. Wer tut das nicht? Dieses Schwein könnte bei jedem irgendetwas finden. Nun, es ist nicht so, dass er sich sonderlich anstrengen müsste. Frau Bauer hat vor, alles zu gestehen. Gestehen? Was genau? Wahrscheinlich ihren Glauben. Die Leute auf dem Hof haben versucht, ihr das auszureden, aber ihr Entschluss steht. Oh, gütiger Gott. Das fehlte mir noch. Was soll ich bloß tun? Wir müssen denen helfen, ne? Ich weiß nicht, aber wir müssen ihnen helfen. Da hast du recht. Du musst es ihnen ausreden, Heinrich. Du musst sie überreden zu fliehen. Ich? Und was soll ich ihnen sagen? Ich bin derjenige, der sie zur Strecke bringen soll. Eben deshalb. Glaubst du, sie würden mir zuhören? Ich bin Pfarrer. Wenn es einen gibt, den sie nicht leiden können, dann mich. Du musst es versuchen. Es ist zu ihrem Besten. Und zu deinem, Heinrich. Du hast recht. Irgendjemand muss ihnen helfen. Ich bin froh, dass du das so siehst. Nun beeil dich. Wer weiß, wann der Vikar sie holen kommt. Mach's gut. Alles klar. Dann bevor wir mit dem Vikar sprechen... Burak, wo bist du? Da kommt er. Versuchen wir die jetzt irgendwie dazu, ja. dazu zu überreden, zu fliehen. Ja. Also damals war das schon unüblich, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Unüblich, dass eine Frau das Gebet gesprochen hat. Okay. Also, wieder hin zu den Bauers. Bevor wir mit dem Vikar sprechen, weil der wird sich dann bestimmt gleich auf den Weg machen und dann kommen wir vielleicht zu spät. Wir wollen die Leute ja retten, ne? Aber wenn man sich das mal so überlegt, es war schon krass damals. Eine falsche Aussage und schon wurde mal als Ketzer bezeichnet. Hexerei und hast du nicht gesehen und dann wurdest du halt eiskalt hingerichtet, ne? Aber war damals halt so die Zeit. Ja, man kann zur Kirche stehen, wie man möchte. War sicherlich alles nicht richtig. Da ist auch heute bestimmt alles, einige oder vieles nicht richtig, was die Kirche macht, aber... Naja. Ich bin selbst katholischen Glaubens. Aber das muss ja jeder für sich selbst wissen. So, Moment. Diesmal können wir ja offiziell kommen. Ja. Hallo. Ich bin der, der euch retten soll. Moin. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Herr Bauer? Kennen wir uns etwa? Nicht wirklich, aber... Dann haben wir nichts zu bereden. Tut mir leid. Es spielt keine Rolle, wer ich bin, sondern nur, was ich weiß. Ich verstehe nicht.
und ich habe ziemlich viel zu tun, also... Ich weiß, wer du bist und möchte dir helfen. Was meinst du mit wer ich bin? Hör mal, wenn das ein Witz sein soll. Ich habe schon bessere gehört. Und jetzt pack dich. Ich habe zu tun. Ich weiß, dass ihr keine... richtigen Christen seid. Ich habe euch beim Abendbrot gehört. Du hast gelauscht? Lass mich raten. Du arbeitest für diesen Vikar da. Wie gesagt, es spielt keine Rolle, wer ich bin. Aber ich möchte euch helfen. Und das kann ich nicht, wenn deine Gattin gesteht. Unfassbar. Und warum soll ich dir vertrauen? Du hast keine große Wahl. Ich dachte, vielleicht kannst du es ihr ausreden. Meinst du, ich hätte es nicht probiert? Sie will nicht nachgeben und... In Wahrheit kann ich sie nicht verdenken. Es muss einen Weg geben. Das habe ich mir anfangs auch gesagt. Ja, es muss einen Weg geben. Irgendwie muss man es doch lösen können. Tag und Nacht zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie wir uns vom Feuer retten könnten. Aber ganz gleich, wie sehr ich darüber nachsinne. Alles, was mir einfällt, ist, Gott vergib mir, dass es wohl nur einen Weg zur Errettung gibt. Welchen? Ich hoffe darauf, dass Gott Erbarmen mit uns hat und dem VK was zustößt, bevor er mich und meine Frau zum Befragen mitnimmt. Aber allein der Gedanke, dass ich einem den Tod wünsche. Allmächtiger, vergib mir. So, jetzt könnten wir den Vikar töten, aber ich weiß nicht, ob das so im Sinne ist. Mach dir keine Vorwürfe. Ist doch verständlich. Du bist auch nur ein Mensch. In der Tat. Aber ich habe geglaubt, dass ich besser wäre als das. Genug davon. Warum soll ich dem Stiefelecker vom Vikar mein Herz ausschütten? Musst du ja auch nicht. Ich werde versuchen, mit deiner Frau zu sprechen. Wie du willst. Aber standhaft könnte ihr zweiter Vorname sein. Ein Grund, warum ich sie geheiratet habe. Tja, ich hab's versucht. Es liegt in Gottes Händen. Wenn du mich fragst, solltest du in dein Gewissen sehen und darüber nachdenken, wem du da dienst. Gott hat uns nur ein Leben geschenkt und du vergeudest deins, indem du so einem Handlanger des Teufels dienst. Und genau deswegen möchte ich euch helfen. Gott sei mit dir. Alles klar, wo ist denn die Gattin? Bauer. Da ist sie doch. Die Frau Bauer. Bleib mal stehen, Frau Bauer. Beste Grüße. Wie kann ich dienen? Gute Frau Bauer. Was gibt es denn? Ich bin hier, um dich um etwas zu bitten. Ach ja? Wer bist denn du überhaupt, Junge? Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass ich dir und deinem Mann helfen will. Ich muss zugeben, ich bin verwirrt. Du kommst her, damit du mich um was bitten kannst und gleichzeitig willst du uns helfen? Was wird das, hm? Ich bitte dich, kein Geständnis abzulegen. Nimm einfach deinen Mann und verschwinde von hier, solange noch Zeit bleibt. Ich habe keinen Schimmer, warum du dich so um mein Schicksal sorgst, aber ich sag dir so viel. Ich ändere meinen Entschluss nicht. Weder werde ich meinen Glauben widerrufen, noch meine Christenbrüder verraten. Okay, 14... Können es nur hiermit, ich weiß, alles hinter sich zu lassen, fühlt sich schrecklich an. Bist nicht die Einzige, die unter deinem Entschluss zu leiden hätte. Gott gibt dir die Möglichkeit zu fliehen. Richtig. Aber jetzt hast du die Möglichkeit zu fliehen. Gewiss willst du sie nicht wegwerfen. Ich werde den Willen Gottes erfüllen. Herrgott, nochmal, Weib! Wenn es Gottes Wille wäre, dass du brennst, wäre es doch schon längst geschehen. Kann man nicht wissen. Merkst du nicht, wie schleppend die Untersuchung verläuft? Glaubst du, keiner im Dorf spreche schlecht von euch? Mach dir nichts vor. Komische Leute auf einem Hof, die am liebsten unter sich bleiben, sind ein gefundenes Fressen für Denunzianten. Und doch hat euch noch keiner verhaftet. Es könnte doch sein, dass Gott euch Zeit gibt zu verschwinden. Vielleicht hast du recht. Aber mein Glaube verbietet mir zu lügen. Du brauchst nicht zu lügen, wenn dir keiner Fragen stellt. Geh einfach. Predige anderswo. Gewiss hast du viele Freunde, die dich liebend gern aufnehmen würden. Aber ich will nicht weglaufen. Niemand will weglaufen, aber manchmal haben wir keine Wahl. Wenn du fliehst, lebt dein Glaube weiter. Das muss dir doch etwas bedeuten. Du hast recht. Ich sollte nicht so leicht aufgeben, auch wenn ich die unentwegte Verfolgung leid bin. Du solltest packen und fliehen, so schnell du kannst. Der VK kann jeden Augenblick hier auftauchen. Dank dir. Beeil dich. Lebe wohl. Na, hervorragend. Hat ja geklappt. Alles klar.
Dann sollen die sich jetzt verdünnisieren und wir reiten zurück zum Vikar. Ja. Und werden ihm Bericht erstatten. Und dann sollte der sich wieder verdünnisieren. Wir hätten ihn auch umbringen können. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber... Ich glaube, so einen Vikar umzubringen, ja, das hätte ziemlich viel Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Was ist denn mit euch, Jungs? Komm, wir haben schon lange keinen Kampf mehr gehabt. Ach, wir sind schon im Kampf, ja? Ist schlecht. Das ist schlecht, Jungs. Wir müssen uns doch erst umziehen. So, jetzt geht das. Beckenhaube des roten Beinlinger aus. Edle Stiefel an. Das an, das an, das an. Ne, den Nürnberger Küras. Robuster Gambeson, das aus. Ach, wir müssen uns jetzt die Sachen auch nochmal angucken. Stärktes Kettenhemd. Und dann die Beinschienen. Wenn ich irgendwo noch Beinschienen? Na, dann nehmen wir mal die Warhorse Beinschienen. Da. Ihr werdet alle sterben. Ja! Oh, der hat gesessen. Glaubst du wohl? Glaubst du wohl, Junge, hä? Bosweg, Helling. Ja, ja, hast du gedacht. Zack. Kumanen wird kein... Was ist denn hier los? So. Noch eine. Nö. So, der Bandit. Billigen Wein nehmen wir mit. Den Bogen nehmen wir mit. Die Groschen natürlich. Hasenfleisch. Oh, das kann man gebrauchen. Kettenhaube. Offene Beckenhaube. Silberring. Wer ich? Ach, guck. Wen haben wir denn hier? Na, Junge? Ah, ich getroffen, ne? Scheiße, Gnade! Genug! Du gewinnst. Oh, bloß du. Bleib hier. Bleib bloß hier. Bleib hier. Bastard. Ich krieg dich, alle. Ich krieg dich. Da. Ist jetzt Ruhe hier. Kam denn der auf einmal nochmal her? So, das nehmen wir mit. Die Groschen auf jeden Fall. Humanischer Bogen. Oh, den können wir uns mal angucken. Kettenhaube, Silberring, Handhaftigkeit. Ja, Rest kann er behalten. Also immer wieder zwischenrein. Bei so ein paar Banditen gelandet. Deckenhaube nasal, die edlen Schuhe. Jo, die Groschen nehmen wir mit. Viel interessanter ist das, was die Kumanen hier haben.
Dolch haben wir schon. Groschen. Haben die noch irgendwas, was richtig leichte Lamellenrüstung? Okay. Manischer Helm. Vernietete Armschienen. Ja, alles mitnehmen, was Kohle bringt. Wir brauchen das Geld für den Wiederaufbau. Den hatten wir schon, ne? Na komm, den Gambeson nehmen wir noch mit. Waren doch noch zwei. Ach hier, genau, hier liegt der andere. So, Armschienen, bürgerliche Schlappen. Ne, Dietriche nehmen wir mit, die können wir gebrauchen. Das nehmen wir mit. Die Kettenhaube. Kumanischer Bogen. Oh, kumanischer Kaftan. Lederhandschuhe, den leichten Helm. Jo. Was denn hier noch für ein Schwert? Ein treuer Gefährte. Und ein schwerer Schild. Alles klar. Da liegt noch einer. So, die Groschen. Jagdschwert bringt Geld. Bringt Geld. Langstreckenpfeile nehmen wir mit. Verband können wir auch mitnehmen. Alles klar. Okay, dann haben wir die noch auf dem Weg dorthin erledigt. Warum haben die denn auch platt gemacht, den Wanderer? Das ist ja übel. Naja, die Brezel. Groschen hat auch ein paar dabei. Jo. So, jetzt kommt das alles wieder, was wir nicht brauchen. Ins Pferd, das müssen wir unbedingt dann nochmal verkaufen. So. Jagdschwetten, die Satteltasche, das in die Satteltasche, das. Langstreckenpfeil in die Satteltasche, schwerer Schild, Standhaftigkeit. Das kommt in die Satteltasche. Eckenhaube mit Klappvisier, okay. Edle Schuhe, edle Stiefel einmal. So, das alles da rein. Offene Beckenhaube. Ja, bringt weniger Schutz, ne? Das wieder anziehen. Schwere Beckenhaube. Oh, die sieht auch nice aus. Alles klar, dann nehmen wir die. Silberne Sporen legen wir an. Dann kommt das rein. Das kommt in die Satteltasche. Kettenhaube. Kettenhaube können wir auch ausziehen. Das Hemd von Herrin Stefanie wieder an. Die Magdeburger Schulterplatten legen wir ab. Modische Schlappen. Ach ne, wir haben ja die edlen Stiefel. Richtig. Was ein Tausender kosten, dann kann man es auch zeigen. So, Spitzhut noch. Alles klar. Haben wir jetzt alles abgelegt, ja, ne? Ja, passt. Okay, wir müssen auf jeden Fall auch gucken, dass wir da mal definitiv ein bisschen was verkauft kriegen wieder. Taschen ja schon wieder voll. Bis zum geht nicht mehr. Und wir sollten vielleicht mal noch fix einen Engelblumenaufguss zu uns nehmen. Das Schwert weg. Ja. Alles klar, also nehmen wir in der Folge noch mit. Wir werden jetzt dem Vikar nochmal Bericht erstatten und dann hoffen, dass die Bauers sich verdünnisiert haben. Somit sollt ihr allen geholfen sein. Der Vikar verpisst sich. Die Bauers sind gerettet. Ja.
hoffen wir auf jeden Fall mal drauf, dass das alles so einfach funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ist nie lang. Na, wo sind denn seine Handlanger? Schön, dich zu sehen. Ich war beim Hof der Bauers. Und? Was hast du gehört? Gar nichts. Der Hof war verlassen. Da war keine Menschenseele. Ha! Sie sind geflohen. Also sind sie Ketzer. Was hast du nun vor, Monsignore? Das ist nicht das erste Mal, dass die Brut des Teufels vor mir flieht. Ich tue dasselbe wie immer. Sie aufspüren und festnehmen. Keine Sorge, weit werden sie nicht kommen. Danke für die Hilfe. Du darfst gehen. Alles Gute. Na also. Erstatte Herrn Harnisch Bericht. Okay, liebe Leute. Dann schauen wir doch jetzt mal doch im Questlog. Will ich nochmal kurz gucken. Was haben wir denn jetzt noch zu erledigen hier? Valdenza, das ist hier in... Ach genau, das war jetzt die Quest noch. Das heißt, wir müssen zurück nach Rattay. Ja, dann haben wir hier oben in Uschitze auf jeden Fall nichts mehr. Wir müssen uns in Pribislavitz dann mal wieder ein bisschen drum kümmern. Und hier unter Feinden, ne? Aber da wissen wir nicht ganz genau, wo wir das finden. Naja, wir werden es rausfinden in der nächsten Folge. Wir reiten dann erstmal zurück nach Rattay, erstatten Herrn Harnisch Bericht und kriegen dann vielleicht ja auch wieder Informationen zu anderen Geschichten. Wir sehen uns also zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.